Hallöchen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Darksiders. Ja, und bevor wir hier großartig anfangen mit unserem lieben Kumpel zu reden, nehmen wir natürlich wieder die Kisten mit. Das hat ja nicht gespeichert, komischerweise. Ja, und jetzt reden wir einfach mal mit Azrael. Es führt kein Weg hinüber. Oh doch. Für jene, die würdig sind. Oder jene, die fliegen können. Reiter, du hast schon so lange gegen die Finsternis gekämpft, dass es dich gezeichnet hat. Wesen des Lichts können es spüren, so wie ich. An diesem Ort bist du schlimmer als ein Dämon. Erobere den Schatten, dann darfst du passieren. Bist du bereit, dich dir selbst im Licht zu stellen? Nicht alle sind bereit für das, was sie dort sehen. Die Maske der Schatten. Ja. Solange du diese Maske trägst, kannst du ins Schattenreich blicken. Viel Glück. Danke, Engel. Treten Sie gegen sich selbst. Treten Sie sich selbst gegenüber, Reiter. So, hier. Das ist. Maske der Schatten. Dieses Artefakt ermöglicht Krieg die Schattensicht. Verstecktes wird enthüllt. R2 schaltet zwischen der normalen und der Schattensicht hin und her. Ja, und ich wollte die Maske erstmal noch so zeigen. Ist nämlich schon ein ganz hübsches Ding. Und wenn wir jetzt aktivieren, kommt erstmal unser Schatten-Ich heraus. Mit dem wir jetzt natürlich kämpfen müssen. Und da teilt nämlich auch schon ganz schön deftig Schaden aus, muss man mal sagen. Aber da hat halt bloß Chaoswasser. Und was der kann, das können wir natürlich schon lange. Wenn der in die Chaosgestalt gehen kann, gehen wir natürlich auch in die Chaosgestalt. Nur wir hauen da ein bisschen mehr Schaden raus. So. Wir haben unseren eigenen Schatten gebrochen. So. Das erste Geschenk des Himmels erwartet dich. Ich werde hier warten mit dem Beobachter. Ich lasse den Reiter nicht aus den Augen. Wohin er geht, gehe auch ich. Tatsächlich? Dann gehe, Finsterling. Gehe zum Baum. Du wirst die andere Seite nie erreichen. Und vergiss nicht, wer deine Leine hält. Deine Mutter. Noch hältst du meine Leine, Arschloch. Ja, und man sieht ja hier schon diese schattenhaften Strukturen. Und wenn man die Maske aktiviert, erscheint es auch. Und das Geile ist, sie leuchtet dann so schön. Aber bevor ich dort lang gehe, gehe ich hier lang. Weil wir wissen das ja noch aus der letzten Folge. Hier steht eine Kiste. Die muss natürlich mal zu Gemüte führen wollen. 6695 Seelen. Könnte man sich ja glatt mal wieder was kaufen. So, wir spazieren ja erstmal schön in Ruhe drüber. Boah. Das war gemein. Wollte ich das letzte Stück rüber dashen? Nein, darf ich natürlich nicht. Prallt der Krieg natürlich dran ab. Und wir, bevor wir irgendwas machen dort oben,
wo wir dort oben irgendwas machen, so rum, geht's natürlich erstmal hier rund. Weil hier steht noch eine versteckte Kiste. Und ihr wisst ja, wie Apo ist. Er will alles haben. Dort hinten ist noch eine Kiste. Sind zwar alles nur Seelenkisten, so in Anführungsstrichen, aber das Wasser ist gar nichts. Dann haben wir hier drinnen noch eine Kiste versteckt. Da ist aber was Größeres drin als bloß Seelen. Und zwar ein Teil der Abgrundrüstung. Wie viele Teile haben wir denn mittlerweile? Ah, wir haben schon 7 Stück. Brauchen wir bloß noch 3 Teile finden. Abgrundrüstung sieht meiner Meinung nach auch ziemlich episch aus. Das war bloß ein bisschen, was da drum steht. Gehen wir wieder in die normale Sicht. Ja, meiner Meinung nach sieht die ziemlich episch aus. Ach, jetzt haben wir erstmal den Teleporter gewechselt. Und ja, ich hätte die ja schon mittlerweile wählen können am Anfang, ob ich mit oder ohne starte. Aber ich habe mir halt gedacht, für das Let's Play ist es schöner, wenn wir uns die auch selber erarbeiten. Weil ich hatte ja schon fast 100% durchgespielt. Also so ein paar Extras haben noch gefehlt. Ich glaube, Lebensstein oder irgendwas hatte noch gefehlt. Oh, hier auch noch was, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, hier unter uns direkt war noch was. Aber zuerst lassen wir uns mal ein bisschen Offenbarung geben, bevor wir uns die Kiste holen. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Ein Sturm kommt auf, Uriel. Schon bald brauche ich dich an meiner Seite. Ich würde dir in die Hölle folgen, mein Fürst. Sie wussten es. Woher? Erstens kommt es anders. So lautet doch ein Sprichwort der Menschen. Du? Was das? Du hast doch den Plan geschmiedet, uns in diese Welt zu rufen. Ich habe aus deiner Initiative nur einen Vorteil gezogen. Nein. Ich betrachte dies als Opfergabe, Abaddon. Und du, mein loyaler Diener, schließe dich mir an, damit wir das Geheimnis des Zerstörers lüften können. Nein. Sobald der Thron erfährt, was du getan hast, wirst du verstoßen und in Ketten vor den Rat gezerrt werden. Du bist bereits verdammt, also lasse ich dir die Wahl. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Keines von beiden. Jetzt kehre zu Azrael zurück. Überzeuge ihn, uns zu helfen, dann werden wir gemeinsam das Antlitz des Universums verändern. Das glaube ich nicht. Abaddon muss bestraft werden. Er beugt das Gesetz nach seinem Willen. Er lacht dem Rat ins Gesicht. Welchen Beweis haben wir? Die Siegel sind intakt. Kein Zweifel, dass der Engel Hilfe hatte. Aber von wem? Bis wir das wissen, müssen wir warten. Seine Taten führen zu offenem Widerstand. Der Rat wird schwächer. Wie lange noch, bis wir gestürzt werden? Wir können Abaddon nicht aufhalten, aber andere könnten das vielleicht, wenn sie nur einen Grund hätten. Wir dürfen die 4 nicht entsenden. Ohne Beweis keine Gerechtigkeit, nur Mord. Sie werden keinen Grund finden für dieses Attentat. Wir werden jemanden schicken, für den Rache Grund genug ist. Die Klinge ist zerschlagen. Ich bewache das 7. Siegel. Diese Welt gehört uns. Der Himmel gehört uns. Du hättest wissen sollen, dass es kein Zurück gibt. Ah!
Alles klar, wir wurden bloß verarscht. Wir sind nur eine Marionette. Aber wieso? Das Schwert, es ist zerstört. Kehre zu Azrael zurück. Okay. Also wir haben gesehen, der gute Abaddon ist mittlerweile einer der bösen Jungs. Und das können wir also nicht gut heißen. Ja, hier ist erstmal noch ein Stück Zornkern drin. Ist einer der bösen Jungs. Er hat das siebte Siegel in seinem Besitz, womit wir natürlich unsere Puder holen könnten, beziehungsweise was wir brauchen, um überhaupt sag mal, alles gestartet zu kriegen, weil wir ja an diese sieben Siegel gebunden sind. Ich bin gerade am überlegen, wie ich hier wieder rauskomme auf der anderen Seite. Ja. Ja, wir sind an die sieben Siegel gebunden, aber dann, beziehungsweise der Zerstörer hat das letzte und die Klinge, die ihn zerstören könnte oder töten könnte, ist zerstört. Also wird sich gleich schon zeigen, was wir als nächstes tun sollen. Und? Abaddon ist der Zerstörer. Der Erzengel? Er wurde betrogen. Er ist nur eine Randfigur in einem größeren Spiel. Du musst ihm Frieden bringen. Frieden? Abaddon ist der Zerstörer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Frieden damit vom Tisch ist. Hast du in den Visionen Hinweise gefunden, einen Weg, ihn aufzuhalten? Da war ein Schwert. Eines, das die Siegel brach. Die Armageddon-Klinge. Aber nachdem die Siegel gebrochen wurden, befahl Abaddon ihre Zerstörung, und zwar auf dem Amboss ihrer Schöpfung. Greta, ich fürchte, dass die Klinge jetzt für uns verloren ist. Sie wird neu erschaffen werden. Was hast du noch gesehen? Abaddon bewacht das siebte Siegel. Er plant mit anderen, das Weiße Tor zu stürmen. Uriel wird die Höllenwache gegen ihn anführen und scheitern. Was hast du noch gesehen? Sonst habe ich nichts gesehen. Ich erfahre nur, was uns zurückbringt. Sobald es wieder geschlossen ist, werden der Garten und seine Geheimnisse für immer verloren sein. Ich beginne damit, sobald du bereit bist. Was Krieg gerade verheimlicht hat, hat natürlich gesehen, wie er stirbt mit der Armageddon-Klinge im Rücken. Das hat er verheimlicht. So, und wir gehen mal wieder ein bisschen wandern. Jetzt natürlich mit Maske auf der Nase. Haben wir die jetzt aktiviert? Ne, jetzt aktiviert. Weil wir da einige Sachen sehen werden, die wir so sonst nicht sehen durften. So, ohne Maske. Henry-Maske. Jetzt hier schon Innovation in diesen Streckenleveln. Die sind ja jetzt schon gebogen. Aber ich glaube, hier gibt es nichts Besonderes, weil das hier einmalig ist, dass man hier jetzt langläuft mit dem Todesengel Azrael. Nur krabbelt der Bart. Und heute waren Wahlen, liebe Leute. Suche Ultan. Er wird dir helfen. Er muss dir helfen. Abaddon wird die Überreste des Schwerts verstreut haben. Sie versteckt haben, wo niemand, der im Licht wandelt, sie finden kann. Das Schattenreich. Ja. Benutze die Maske der Schatten. Sammle die Bruchstücke der Klinge und dann bringe sie zur Schmiede des schwarzen Hammers. Komme zu mir, wenn dies getan ist. Vielleicht kann ich dir ein letztes Mal vor dem Ende dienen. Azrael.
Du hättest mich jederzeit meinem Schicksal überlassen können. Tod im Turm, verloren im Garten Eden. Warum hilfst du mir jetzt? Wenn alles vorbei ist, wird der Rat dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. Ich werde Abaddon töten und alle, die mit ihm Ränke geschmiedet haben. Wir müssen alle für unsere Sünden büßen, Reiter. Wenn die Stunde meines Gerichts kommt, werde ich sie empfangen. Wie auch immer das Urteil lauten wird. Geh, vergeude keine Zeit mehr mit mir. Und sage Uldan, dass er die letzte Hoffnung für einen alten Narren ist. Für einen alten Narren. Die Klinge wurde über diese verwüstete Welt verteilt. Finde die Teile und lasse sie durch den schwarzen Hammer neu entstehen. Yep. Wir müssen 7 Bruchstücke finden und hier ist natürlich Nummer 1. Bruchstück der Armageddon-Klinge. Eines von 7 Bruchstücken der Armageddon-Klinge. So, und jetzt sind wir ja natürlich... Jetzt haben wir hier auch das hier freigeschaltet. So ein Flugpunkt, damit wir immer wieder hier hochkommen. So, und wenn wir jetzt auf die Karte sehen... Sehen wir auch, wo die ganzen Klingenpositionen versteckt sind. Aber das, muss ich alles sagen, interessiert mich gerade nur dezent. Das, oder wie heißt das so schön? Das tangiert mich nur peripher. Denn ich will zuerst zu Vulcrim. Wir haben da noch einige Sachen zu erledigen. Jetzt, wo wir alle Gadgets gefunden haben. Haben wir noch das ein oder andere zu tun, bevor wir uns Richtung Ende durchschlagen. So, Artefakte eintauschen. So ein paar. Machen wir erstmal so. Haben erstmal noch einen Zungenkern. So, Punangriff ist gekauft. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. So. Dit nimmer mit, wieder auferstehen. Stellt nach einem tödlichen Schlag Kriegsgesundheit und Zorn vollständig wieder her. Es kann nämlich ganz praktisch sein. Lebensessenz, stellt einen Teil von Kriegsgesundheit wieder her. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. So. Die letzte Schlacht. Ja, also bevor. Es ist klug von dir. Klingt denn da jetzt so komisch? So, das wird dazu gewiesen, das wird dazu gewiesen und das brauche ich theoretisch nicht wieder, nicht zuweisen, weil das ja automatisch eingesetzt wird. Ja, und wir, werden mit Vulcrim erstmal zur trockenen Straße gehen, weil ein Item will ich mir auf jeden Fall als erstes mitholen jetzt. Ich denke mal, ich mache das jetzt noch, weil das die letzte legendäre Erweiterung sein wird. Und die will ich unbedingt noch haben. Schon allein, weil sie meinen Namen trägt. So, flupp. Bah. Sollte bei Zeitensprung drücken und erst. Ah, jetzt sind wir schon auf der anderen Seite. Ja, und wir können jetzt gleich schon mal das Teil von der Armageddon-Klinge mitnehmen. Oder auch nicht. Dies ist kein Hinterhalt, Reiter. Ich bin allein. Ich, Uriel von der Höllenwache, Meisterin der Weißen Stadt, rufe dich, Reiter, zum Next Sacramentum. Närrin.
Vor dem Schöpfer beanspruche ich dein Leben. Willst du auch dieses Gesetz entehren? Süß. Warum? Weil Abaddon sagte, dass du Ehre verstehst. Und weil er der Beste von uns war. Der Todesschwur kann nicht gebrochen werden, bis einer durch die Hand des anderen fällt. Ich nehme an. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Dafür, dass sie aber die Leiterin der Todeswache ist, oder Höllenwache, oder wie sich das schimpft. Boah, sie hat meinen Schlag durchgebracht. Ging kaputt. Alles okay, gute Frau? Boah. Jetzt reicht's aber. Hab ich wütend gemacht, junge Frau. Nimm dies und das und das. Verteidige den Verräter. Verräter. Wie süß. Du unterschätzt mich. Ist aber schon ganz schön krass drauf, gute Dame. Aha. Jetzt geht's wieder los hier, Laserstrahlen. Ja, und das wird heute eine etwas längere Folge. Aber ist ja nicht so schlimm. Erst müssen wir gegen uns selber kämpfen, dann müssen wir gegen die Dame kämpfen. Jetzt lass es doch mal sein. Ist fertig mit deiner Schuhe, oder? Hast du es oder was ist jetzt mal? Ach Mensch, junge Dame. Schön, was sie da macht. Ah, das war's. Aber Krieg ist keiner, der Engel tötet, wenn es nicht sein muss. Ja, ja. Worauf wartest du noch? Mach dieses Weib kalt. Krieg, wage es ja nicht wegzugehen. Das Nix-Sakramentum ist mein. Ich entscheide, wann der Engel stirbt. Nicht du. Du hast einen Eid geschworen. Abaddon ist der Zerstörer. Lügner! Um dich zu schützen, hat er die Wahrheit vor dir verborgen. Du hast versprochen, deinem Herrn in die Hölle zu folgen, ohne zu wissen, was dich erwartet. Oder was aus ihm werden könnte. Abaddon... Er wurde betrogen und wurde zum Feind der gesamten Schöpfung.
Ich war beim Baum. Seine Gabe war die Wahrheit. Und jetzt teile ich sie mit dir. Denk an den Todesschwur. Schon bald muss er erfüllt werden. Tschüss, Geflügel. So, jetzt darf ich doch aber sicher mal mich um die Scheißding kümmern, ne? Lass mich hier hoch. So, nehmen wir uns mal das zweite Teil mit, fix noch. Finde die übrigen 5 Stücke. Ja. Bruchklinge von Armageddon Klinge ist. Bruchstück von Armageddon Klinge so rum. So. Schon mal ein bisschen Ausrüstung fertig machen. Jetzt muss ich überlegen, hier lang ging das Klube. Zu dem Ort, an dem ich sein wollte. Ja, hässliche Fledermäuse. Hier könnten wir gar nicht. Fliegt mal hinterher hier oder? Mega. Ich laufe. Hier gibt's aus dem Ohr noch was. Ach, das ist das ja. Ich bin doof. Hey, Kumpel. Einfach mal weiter drauf einfügen, wenn man so down ist. Das ist mir egal. Keine Lust jetzt die ganzen Tötungssequenzen abzuwarten, weil wir sehen nämlich, jetzt hole ich mir noch das, was ich noch haben wollte, schon vor dem Kampf. Wir machen das wie folgt, so nach oben, ich glaube so irgendwo. Mal fix ein bisschen kämpfen zwischendrin und den Kombo mit aufbauen, aber die 50 noch knacken, ja, die 50 knacken wir noch. So, haben wir es jetzt, meine Freunde? Ich denke doch. Jetzt dürfte ich hier theoretisch einmal durchgucken können. So, dann machen wir. So. Machen. So. Warten jetzt, bis das gute Stück hochgefahren ist. Um einmal hier oben zu landen. Und Todsegen zu erhalten. Dieses unheilige Siegel pulsiert vor seltsamer dunkler Energie und trägt das Zeichen von Kriegsbruder Tod. Schauen wir uns das gute Stück mal an. Info. Nutzungsbonus. Saugt Waffenschaden auf und verwandelt ihn in Gesundheit. Erhöht den Waffenschaden erheblich. Erhöht drastisch die Anzahl der Seelen, die von Objekten und Gegnern entrissen werden. Zusätzliche Seelen bei Zuweisung zur Sense. Ja, und wo werden wir das wohl zuweisen? Einen netten Effekt hat das gute Stück auch. Ist halt jetzt wirklich Todstyle. Mit Seelen überschüttet. So, wir laufen hier einfach mal Motor durch. Ne, ich glaube nicht. Wir laufen noch fix zu der. Ach, ein kleines Stück können wir noch laufen. Vielleicht finden wir noch ein paar Gegner, die wir da noch fix schlachten können. Mit der Sense natürlich. Also ich finde das Teil nun wirklich geil. Richtig, richtig geil. Liegt doch vielleicht daran, dass ich tot bin. Ich bin da tot. Der Tod! Lass mich doch mal alle zufrieden, ey!
Boah. Ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. Haha. Du bist aber ganz schön böse, aber gleich bist du auch weg. So, das war die Sense. Ja, würd du noch fix bei Vulcrum einkehren und dann war's das für heute, würde ich mal so behaupten. Alles klar, du musst dann noch zusammen speichern. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Erweiterung, die ich noch haben wollte. Ja, und wenn man mal so guckt, von der Zornkerne und von der Lebenssteine her, sind wir schon recht nah am Ende, sag ich mal. Können wir das ja nochmal fix hier anschauen. Lebensstein fehlt noch einer, wenn ich das so richtig sehe. Und 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 und ein Zornkern. Ja, jeweils einer fehlt noch. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was vor uns. Und damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut und bis morgen dann. Tschüss.